Ja, wir sind jetzt hier beim Generalkonsulat des Staates Katar in München. Und was hier in einer halben Stunde abgeht, werden wir Ihnen dann gleich erzählen. Sie fragten nach dem Veranstalter dieser Kundgebung vor dem Konsulat von Katar in München. Das ist die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, die in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Mein Name ist Jürgen Thierack. Ich bin Sprecher der Münchner Arbeitsgruppe. Wir befassen uns vorwiegend mit Tibet und haben auf unserer Webseite die größte Sammlung zum Thema Tibet und Menschenrechte in deutscher Sprache zusammengestellt. Aber wir sind universal für die Menschenrechte und wir sind auf Katar gekommen, weil wir den Journalisten Abdullah Al-Maliki aus Katar kennengelernt haben, der sich seit Jahren in Deutschland aufhält und dem wegen kritischer Äußerungen in sozialen Medien, etwa Twitter, der Reisepass, der Pass nicht verlängert wird und er dadurch Probleme bekommt. Er vermutet, dass die Regierung von Katar ihn zu einem Asylantrag nötigen will. In diesem Fall kann es passieren, dass das Vermögen seiner Familie in Katar eingezogen wird. Also er möchte erreichen, unter anderem mit dieser Kundgebung, dass ihm eine Passverlängerung hier in diesem Konsulat gewährt wird. Ansonsten weisen wir hier auf verschiedene Menschen hin, die im Gefängnis sitzen oder dadurch benachteiligt sind, dass man ihnen den Pass entzogen hat und sie Katar deshalb nicht verlassen können. Wer auch hier ist, das ist die Frau Tian Shaotschnaya von der Gesellschaft für bedrohte Völker, eine Menschenrechtsaktivistin, ob China, Russland, Tibet oder jetzt Katar, sie ist immer dabei.
bei der Kundgebung vor dem katarischen Konsulat am 29. Januar 2022 hält nun der katarische Journalist Abdullah Al-Maliki eine Ansprache. Ich übersetze dann abschnittsweise ins Deutsche. بصفتي مواطن قطري أقول للشعب القطري من مدنيين وعسكريين وللعالم كذلك. In meiner Eigenschaft als katarischer Staatsbürger spreche ich zum katarischen Volk, an die Zivilbevölkerung und an das Militär, ebenso an die ganze Welt. إن بلدنا دولة قطر يحكمه نظام سياسي مجرم خبيث تتزعمه عصابة إجرامية إرهابية بقيادة الدكتاتور تميم حمد خليفة الثاني. Unser Land Katar wird von einem kriminellen, politischen, bösartigen Regime regiert, das von einer Bande krimineller, terroristischer Personen unter der Leitung des Diktators Tamim Hamed Khalifa al-Thani geführt wird. إنه تميم الفاسد الأول والسارق الأول في قطر ومعه في عصابته الإجرامية الإرهابية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفاسد المجرم خالد خليفة عبد العزيز الثاني وأيضا معه رئيس جهاز أمن الدولة القطري الإرهابي عدو الشعب القطري عبد الله محمد مبارك صالح الخليفي. Tamim selbst ist die Nummer 1 in puncto Korruption und Diebstahl in Katar. Und mit ihm in seiner kriminellen Bande sind der kriminelle und korrupte Ministerpräsident und Innenminister Khaled Khalifa Abdulaziz al-Thani und der terroristische Chef des katarischen Staatssicherheit, Feind des katarischen Volkes, Abdallah Mohammed Mubarak Saleh al-Khalifi. أيها الشعب القطري الكريم، لقد استولى في بلدنا دولة قطر الدكتاتور تميم حمد الثاني على كافة السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية في الدولة واستولى على كل ثورات وخيرات البلاد واحتقر الشعب القطري. Wertes katarisches Volk, unseres Landes, dem Staat Katar, hat sich der Diktator Tamim Hamad al-Thani bemächtigt. Er hat alle Staatsgewalten an sich gerissen. Die Exekutive, Judikative und Legislative. Er hat alle katarischen Schätze und Güter des Landes nur für sich genommen, da er das katarische Volk hasst. وينفق تميم جزء من ثروات الشعب القطري لمن يدين له بالولاء المطلق من الخونة والمرتزقة والإرهابيين والعبيد والفاسدين الذين باعوا أنفسهم للطاغوت الدكتاتور تميم وخانوا الشعب القطري وخانوا الأمانة وهم عبيد وليسوا بأحرار. Einen Teil dieser Güter des katarischen Volkes gibt er für seine Gefolgsleute aus, die Verräter, terroristische Söldner, Sklaven und korrupte Leute sind, die ihre Seele an den Götzendiktator Tamim verkauft haben und Verrat am ganzen katarischen Volk und an der Redlichkeit begangen haben. Sie sind nichts als Sklaven und keine freien Bürger. إن هدف الدكتاتور تميم هو استعباد الشعب القطري ولن يستطيع ما دمنا نقف في وجهه سلميا ونكشف حقيقته للعالم. Das einzige Ziel des Diktators Tamim ist die Versklavung des katarischen Volkes, aber er kann nicht verhindern, dass wir hier in friedlicher Weise und Absicht stehen und die Wahrheit für die Welt aufdecken. يسعى الدكتاتور تميم زرع الخوف والجبن والضعف وعدم الإحساس بالكرامة في أبنائنا وأحفادنا لكي يكونوا عبيدا له وجواري له ولن نسمح له بذلك وسوف نسقطه سلميا نعم سوف نسقطه سلميا ونطيح به سلميا بعزيمة الأحرار من الشعب القطري. Der Diktator Tamim ist bestrebt, Angst, Feigheit, Schwäche und die Missachtung der Würde unter unseren Kindern und Enkeln zu verbreiten, damit sie seine Sklaven werden und alles tun, was er will. Das werden wir aber nicht zulassen. Wir werden ihn friedlich stürzen, ja, wir werden ihn friedlich stürzen und von der Macht entfernen durch die Entschlossenheit der freien Bürger von Katar.
أيها الشعب القطري العظيم من المدنيين وعسكريين نساء ورجال وأطفال، إن الدكتاتور تميم حمد خليفة الثاني ومن كان قبله المجرم العود حمد خليفة حمد الثاني هم من شرعوا تلك القوانين المكبلة والمقيدة للحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير. Verehrtes, großartiges katarisches Volk, Bürger, Militär, Frauen, Männer und Kinder. Der Diktator Tamim Hamad Khalifa al-Thani und derjenige Kriminelle, der vor ihm war, nämlich Hamad Khalifa Hamad al-Thani, diese Personen waren es, die diese versklavenden und die Freiheit beschneidenden Gesetze erlassen haben, insbesondere was die Meinungsfreiheit betrifft. وهم كذلك من شرعوا القوانين العنصرية المتخلفة البدائية التي فرقت الشعب القطري وجعلته في حالة من العداء، وهم من شرعوا القوانين التي فرقت بين حقوق النساء وحقوق الرجال في قطر، وهم من جعلوا المواطنين القطريين درجات يحتقر بعضهم البعض بقوانينهم المتخلفة. Sie waren es ebenfalls, die die anfänglichen verrückten rassistischen Gesetze erfunden haben, welche das katarische Volk spaltet und es in einen Zustand der Feindseligkeit versetzt hat. Sie waren es, die unterschiedliche Rechte für Männer und Frauen in Katar aufgestellt haben. Sie waren es, die durch ihre idiotischen Vorschriften das katarische Volk auf die unterste Stufe des gegenseitigen Hasses gebracht haben. أيها الشعب القطري الكريم من مدنيين وعسكريين، فلنهب هبة واحدة ونتحرك الآن واليوم قبل الغد جميعا سلميا ونسقط ونطيح هذا الصنم المجرم الخائن الدكتاتور تميم حمد خليفة الثاني ورئيس حكومته الخائن الفاسد خالد خليفة عبد العزيز الثاني ورئيس جهاز أمن الدولة الإرهابي عبد الله محمد صالح مبارك الخليفي. Edles katarisches Volk, lasst uns gemeinsam aufrichtig und einig sein und heute, nicht morgen, zusammen friedlich voranschreiben, um dieses verräterische, diktatorische Regime Tamim und das seiner Schergen zu Fall zu bringen. وهذا الإسقاط يكون بشكل سلمي لعدم إيماننا بالتغيير بالعنف والإرهاب والقتل. فطريق العنف والإرهاب والقتل هو نهج الدكتاتور تميم حمد خليفة الثاني ومن كان قبله المجرم العود حمد خليفة الثاني وكذلك هو نهج رئيس حكومته ووزير داخليته الفاسد المجرم خالد خليفة عبد العزيز الثاني ونهج رئيس جهاز أمن الدولة الإرهابي عبد الله محمد مبارك الخليفي. Dieser Fall wird friedlich sein, da wir nicht an Veränderung durch Gewalt, Terror und Töten glauben. Das sind die Methoden des Diktators Tamim Hamad Khalifa al-Thani, seines Vorgängers Hamad Khalifa al-Thani und des verräterischen und korrupten Ministerpräsidenten Khalid Khalifa Abdel Aziz al-Thani und des terroristischen Staatsapparates Abdallah Muhammad Mubarak Salah al-Khalifi. ونستطيع أيها الشعب القطري من المدنيين والعسكريين من خلال الاعتصامات السلمية والإضرابات السلمية والوقفات الاحتجاجية السلمية والمظاهرات السلمية إسقاط هذا النظام الدكتاتوري الخبيث الإرهابي خلال يومين، فهو نظام ضعيف يستقوي على الشعب القطري ويضطهد الشعب القطري بأموال الشعب القطري ويستقوي على الشعب القطري بالخونة والمرتزقة والعبيد، ولن نسمح له بمواصلة جرائمه داخل قطر وخارج قطر. Liebe Katarer und Katarerinnen, wir können durch das Mittel der friedlichen Demonstrationen, Kundgebungen und Streiks dieses böse diktatorische Regime in zwei Tagen stürzen. Es ist ein schwaches Regime, das das katarische Volk unterdrückt und mit seinem eigenen Geld und Vermögen versklavt. Dieses Regime ist gewalttätig gegen das katarische Volk durch die Mittel des Verrats, der Söldnerei und des Sklaventums. Wir werden es nicht erlauben, dass seine Verbrechen in und außerhalb von Katar ungestraft bleiben. وأقول للفاسد الأول والسارق الأول الدكتاتور تميم حمد خليفة الثاني، نحن الشعب القطري بالسلمية
سوف نسقطك أيها الساقط بعملك ونسقط معك رئيس حكومتك ووزير داخليتك المجرم الفاسد خالد خليفة عبد العزيز الثاني وسنقيم نظاما سياسيا ديمقراطيا تعدديا يحمي ويحترم حقوق الإنسان. Ich sage zum Korrupten und Dieb Nummer 1, dem Diktator Tamim Hamad, wir, das katarische Volk, werden dich auf friedliche Weise durch deine eigenen Taten stürzen und mit dir den Präsidenten deiner Regierung und deinen korrupten Innenminister Khalid Khalifa Abdel Al-Sid Al-Thani und wir werden ein demokratisches, vielfältiges politisches System errichten, das die Menschenrechte respektiert. وأوجه نداء خاص لإخواني وأبنائي في قواتنا المسلحة القطرية البطلة بوزارة الدفاع القطرية في الحرس الأميري وفي الحرس الأميري وكذلك أوجه نداء خاص لإخواني وخواتي وأبنائي وبناتي في وزارة الداخلية القطرية يجب عليكم التحرك سلميا الآن وإسقاط الدكتاتور تميم حمد الثاني ورئيس حكومته ووزير داخليته الفاسد خالد خليفة وعصيان أوامرهم وإن استجابتكم لأوامرهم لهي خيانة عظمى للشعب القطري فكونوا مع شعبكم القطري. Ein spezielles Wort richte ich an meine Brüder und Kinder in den heldenhaften katarischen bewaffneten Truppen, die durch einen Befehl des Emirs eingesperrt sind. Ebenso richte ich einen speziellen Gruß an meine Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter im katarischen Innenministerium. Es liegt an euch, jetzt friedlich voranzuschreiten und die Diktatur des Tamim Hamad und den Ministerpräsidenten und korrupten Innenminister Khaled Khalifa zu stürzen. Widersetzt euch ihren Befehlen, denn dies ist Hochverrat am katarischen Volk. Steht eurem katarischen Volk bei. وعند إسقاط النظام السياسي الدكتاتوري نظام الدكتاتور تميم ورئيس حكومته الفاسد خالد خليفة يتم بشكل سلمي اعتقال التالية صفاتهم. Nach dem friedlichen Sturz des diktatorischen Regimes Tamim und des Ministerpräsidenten Khalid Khalifa werden folgende Personen friedlich eingesperrt und zur Rechenschaft gezogen werden. اعتقال الدكتاتور الفاسد الأول والسارق الأول والمجرم الأول في قطر تميم حميد خليفة آل ثاني. Der korrupte diktatorische Dieb, Verbrecher und Götze Nummer 1 in Katar, Tamim Hamad Khalifa Al Thani. اعتقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفاسد المجرم خالد خليفة عبد العزيز آل ثاني. Der korrupte diktatorische und kriminelle Ministerpräsident und Innenminister Khalid Khalifa Abdul Aziz Al Thani. اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة الإرهابي عبد الله محمد مبارك صالح الخليفي. Der Kopf der terroristischen Staatssicherheit Abdallah Mohammed Mubarak Saleh Al Khalifi. اعتقال حاكم قطر السابق المجرم الكبير حمد خليفة حمد آل ثاني. Der frühere kriminelle, bösartige Herrscher Hamad Khalifa Hamad Al-Thani. اعتقال ممثل الدكتاتور تميم الحرامي جاسم حمد خليفة الثاني. Der Stellvertreter des Diktators Tamim, der Dieb Jasim Hamad Khalifa Al-Thani. اعتقال الحرامي الذي لا يشبع رئيس اللجنة الأولمبية في قطر جوعان حمد خليفة الثاني. Der Dieb, dem der Posten als Chef des Olympischen Komitees in Katar nicht genug ist, der hungrige Hamad Khalifa Al Thani. اعتقال رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية السابق الكذاب والفاسد في عمله حمد جاسم جبر آل ثاني. Der frühere Ministerpräsident und Außenminister Lügner und korrupt in seiner Arbeit seien der Hamad Yasim Jabbar Al Thani. اعتقال رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق الفاسد عبد الله ناصر خليفة آل ثاني. Der korrupte frühere Ministerpräsident und Innenminister Abdallah Nasser Khalifa Al Thani. اعتقال مستشار الدكتاتور تميم لشؤون القمع والاستبداد الفاسد محمد أحمد المسند. Der korrupte Berater des Diktators Tamim auf dem Gebiet der
der Gewalt und Unterdrückung Muhammad Ahmad al-Masnad. Der korrupte ehemalige Staatssicherheitschef Ghanem Khalifa al-Kubaisi. ووضعهم في السجن المركزي في منطقة بوهامور ومن ثم يحالون للمحاكمة الجنائية أو تنشأ محكمة خاصة بهم تسمى محكمة الشعب القطري. Sie alle werden in das Zentralgefängnis im Gebiet Bohamor einsitzen müssen und danach wird es ein Strafgericht gegen sie geben. Ein spezielles Gericht wird für sie errichtet werden, welches wir das Gericht des katarischen Volkes nennen wollen. وتشكل تلك المحكمة من قضاة قطريين ودوليين ويحاكمون المعتقلين المجرمين على جرائمهم وفسادهم وسرقاتهم وإرهابهم في داخل قطر وخارج قطر ونطلب بشكل واضح وصريح من كافة الدول المجاورة لبلدنا دولة قطر عدم التدخل في الشأن الداخلي القطري لتفادي حصول صدام عسكري لا يقبله أي أحد. Darin werden katarische und internationale Richter vertreten sein, die ihre Verbrechen, Korruptheit, Terrorakte und Diebstähle innerhalb und außerhalb von Katar gerecht bestrafen werden. Wir fordern auf deutliche und klare Weise alle unserem Land benachbarten Staaten dazu auf, sich nicht in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen, damit wir einen militärischen Zusammenstoß verhindern können, den sowieso niemand wünscht. أيها الشعب القطري الكريم الأصيل من مدنيين وعسكريين إن مشروعنا السياسي الديمقراطي السلمي قائم على الآتي. Edles ursprüngliches katarisches Volk, Zivilisten und Militär. Unser demokratischer politischer Plan ist friedlich. Folgende Ziele wollen wir erreichen. إنشاء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يقوم على دعائم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية ويحمي ويحترم حقوق الإنسان مع المحافظة على هويتنا وثقافتنا العربية الأصيلة. Erstens, die Errichtung eines vielfältigen demokratischen politischen Systems, das die Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und die Menschenwürde unterstützt und die Menschenrechte respektiert und gewährleistet. Bei gleichzeitiger Erhaltung unserer ursprünglichen arabischen Identität und Kultur. انتخاب حاكم لبلدنا دولة قطر لفترة زمنية محددة مثلا بخمس سنوات ويتم انتخابه بانتخابات نزيهة شفافة يشارك فيها كل الشعب القطري وبإشراف دولي ولا يمدد الرئيس المنتخب إلا لفترة زمنية واحدة فقط ومن خلال الشعب القطري أو يتم تغييره بانتخاب غيره من الشعب القطري عن طريق صناديق الاقتراع. Zweitens, freie, gleiche, demokratische, allgemeine Präsidentschaftswahlen in unserem Staat Katar für eine begrenzte Zeitspanne, zum Beispiel 5 Jahre. Die Präsidentschaftswahl wird unparteiisch und transparent sein und das gesamte katarische Volk wird sich unter internationaler Beobachtung daran beteiligen können. Der gewählte Präsident ist nur für eine bestimmte begrenzte Zeitdauer gewählt. Oder das katarische Volk ändert dies durch freie, geheime, allgemeine, demokratische Wahlen. ستكون كافة السلطات الثلاث في قطر السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية مستقلة عن بعضها البعض. Drittens, die drei Gewalten, Exekutive, Legislative und Judikative, werden strikt voneinander getrennt und sind voneinander unabhängig. التداول السلمي للحكم من خلال انتخابات نزيهة. Wir wollen eine friedliche Staatsbildung durch unparteiische Wahlen. يكون انتخاب كافة أعضاء النواب أو أعضاء الشورى عن طريق كافة الشعب القطري من نساء ورجال. Sämtliche Parlaments- und Ratsmitglieder werden demokratisch von allen katarischen Männern und Frauen gewählt werden. لن تشرع قوانين في قطر تنتقص من أي فرد من الشعب القطري سواء كان امرأة أو رجل. Sechstens, es werden keine Gesetze in Katar erlassen werden, die von Einzelpersonen, Mann oder Frau, beeinflusst sind.
تشريع القوانين في قطر سيكون وفق معايير العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. Siebtens, die Aufstellung der Gesetze in Katar wird in Harmonie und mit den Maßen der Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Menschenwürde und den Menschenrechten erfolgen. يسمح بتشكيل أحزاب سياسية إصلاحية بهدف المشاركة في تقدم البلد وتطوره. Es wird erlaubt sein, politische Interessen vertretende Parteien zu gründen mit dem Ziel der universellen Teilnahme am Fortschritt und der Entwicklung des Landes. ينشأ دستور جديد لدولة قطر من متخصصين أو خبراء دوليين في مجال صياغة الدساتير ويكون الدستور قائم على أسس حماية واحترام حقوق الإنسان. Eine neue Verfassung für den katarischen Staat wird von internationalen Experten auf dem Gebiet der Verfassungsgründung gebildet werden. Die neue Verfassung wird die Prinzipien des Schutzes und der Respektierung der Menschenwürde garantieren. يعاد بناء جهاز أمن الدولة والمخابرات في قطر وفق معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين القطريين. Die Bildung des katarischen Verfassungsschutzes und der katarischen Nachrichtendienste wird gemäß den Vorgaben und Prinzipien des Schutzes der Menschenrechte und Würde und dem Respekt vor dem Privatleben der katarischen Bürger erfolgen. كل من رضى أن يكون مسؤول في قطر فهو معرض لانتقاد عمله من كافة الشعب القطري بمن فيهم حاكم الدولة أو رئيس الدولة معرض لانتقاد عمله ولا يجوز له تقديم شكوى على من ينتقده ما دام كان الانتقاد لعمله ولا يتطرق لأموره الشخصية. Jede Person, die nach Verantwortung in Katar strebt, wird einer fairen Kritik seiner Arbeit seitens des ganzen katarischen Volkes ausgesetzt. لا يسمح باعتقال كل من لديه توجه أو رأي سياسي يخالف فيه سياسة النظام السياسي الجديد أو الحكومة. Es wird nicht erlaubt sein, eine Person nur deswegen einzusperren, weil oder sie eine politische Meinung vertritt, die nicht mit der Regierung oder dem neuen politischen System übereinstimmt. يمنح كل مواطن قطري من الجنسين راتبا شهريا منذ ولادته ويمنح كل مواطن قطري من الجنسين منزلا ملكا خاصا له قبل وصوله سن 30 ودون قرض وله التصرف فيه كيفما شاء. Von Geburt an wird jedem katarischen Staatsbürger Mann und Frau ein Monatseinkommen garantiert, außerdem eine unverletzliche Wohnung und zwar dies vor dem Erreichen des 30. Lebensjahr und ohne Kredit. In seiner Wohnung ist jeder Staatsbürger frei, das zu tun, was oder sie möchte. يتم إنشاء مراكز أبحاث ودراسات علمية وفكرية وسياسية وأدبية في كافة أحياء المدن القطرية. Gesellschaftsbildende Einrichtungen wie Schulen, Ausbildungsstätten und Forschungseinrichtungen und weitere politische und künstlerische Bildungseinrichtungen sollen in allen Stadtvierteln gebaut werden. يمنح أبناء السيدة القطرية الجنسية القطرية ويمنح أصحاب الوثائق القطرية الجنسية القطرية وتلقى العنصرية في قطر بشكل نهائي. Den Kindern von katarischen Frauen wird die katarische Staatsbürgerschaft zuerkannt werden und allen katarischen Staatsbürgern werden amtliche Dokumente ausgestellt werden, damit der Rassismus und die Benachteiligung von Minderheiten in Katar ein für alle Mal aufhören. يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين السلميين في قطر وكافة المعتقلين من أصحاب الرأي والفكر. Alle friedlichen politischen Gefangenen in Katar und alle wegen ihrer Meinung und Überzeugung inhaftierten Personen werden freigelassen. الأمور المصيرية لدولة قطر يتم الاستفتاء عليها من خلال الشعب القطري نساء ورجال عن طريق صناديق الاقتراع. Das Schicksal des katarischen Staates wird durch Abstimmung innerhalb des katarischen Volkes Frauen und Männer bestimmt werden. Und zwar durch zur Wahl stehende Kandidaten. Vielen Dank, Herr Al-Maliki.